So, Mahlzeit, Freunde. Schön, dass ihr da seid. Ich bin heute auf dem Sommerfest von Mr. Do It. Und das ist eigentlich ganz spannend bislang. Aber jetzt fängt hier was richtig Tolles an. Und zwar werden wir jetzt ein Auto direkt mal vor Ort versuchen zu reparieren. Und zwar geht es hier um Zafira B. Benzinmotor. Und der Typ, der ist halt aus Minden hier hingefahren und kurz vor Ende hier ist ihm Zylinderflöten gegangen. Das heißt, er fährt nur noch auf 3 Zylindern, der Wagen. Und wir suchen jetzt mal den Fehler. Deswegen würde ich sagen, ich schlängel mich da jetzt einmal durch und dann gucken wir uns das mal an. Ich habe einmal habe ich mir eine bestellt, da stand nichts drauf und das war China. Das hat 2 Wochen gehalten. 2 Wochen? Ja, da hört man wieder. Das habe ich, das schicke ich zu den Autodoktor. Ah ja, genau. Da war ich auch schon. Ja, ich muss mal vorsichtig das Ding da rausholen. Gut. Gucken wir das mal uns zusammen an. Ja. Das ist NGK. Ach. Nein. Der sieht wirklich noch gut aus. Ja. Zündkerze rausschrauben. Zündkerze rausschrauben, ja. Und könnte man ja direkt am Block testen, ja. Ne, indem man es dran hält und funken. Ist zwar sehr gefährlich. Hast du Handschuhe denn? Handschuhe bringen da auch nichts mehr. Der Funke geht durch. Das ist Hochspannung. Das merkst. Ja. Ich habe das einmal gemacht, Alter. Ich habe mal zappelt. Versucht, bei mir nur den Stecker rauszuziehen. Das hat mir gereicht. Da ich 3 Tage lang vorher abgeschüttet, bevor ich gepinkelt habe. Also, das ist leider Gottes immer wieder das Gleiche hier mit diesen Zündspulen. Ne? Das ist jetzt ein kompakter, wenn jetzt nur der kaputt wäre, müsste alles tauschen. Was kostet das? 179 Euro. Das sieht man wenn es günstig ist. Ja. Weil hier am Stecker sehe ich nichts, unten in der Zündkerze oder an der Zündkerze sehe ich auch jetzt kein Öl oder so. Ihr könnt auch selber mal reingucken, wenn ihr wollt. Vorsicht. Ja. Wer will? Oder mal reinfilmen. Ist auch trocken alles. Ja. Die wollen alle rein, die wollen gucken. Jetzt gehen wir ruhig zurück. Sonst war es immer Zylinder 1. Du siehst auch hier keinen weißen Fleck oder irgendwas, wo der Funke sich einen kürzeren Weg gesucht hat. Ich weiß, das Problem, dass du wirklich die Ventildeckeldichtung noch undicht ist. Das, deswegen habe ich ja gesagt, da ist auf jeden Fall. Ich gucke hier auch, es sieht alles blank aus. Ich gehe mal davon aus. Jetzt könnte man das ja testen, ob der Fehler mitwandert. Wenn du ein Zündkabel hättest. Dann könntest du ja ne, sagen, ich nehme jetzt den und tausche das mit dem linken oder so und der Fehler wandert mit. Deswegen hatte ich die gefragt nach einem Zündkerzenstecker, um die Zündkerze zu tauschen. Das hattest du ja in dem einen Video auch gemacht. Ja, aber denkst du wirklich, wer denkt denn, das ist die Zündkerze oder wer denkt, das ist das hier? Die Zündspule. Aber er sagt, von 1 ist er auf 2 gewandert. Deswegen die ist auf 2 gewandert. Ich hatte vorher die ganzen Jahre. Also selbe Zündspule? Nein. Ich hatte vorher dann noch eine BU drin, das war immer Zylinder 1. Tja. Ich denke mal Zündkerze. Zündkerze meinst du? Wer hat denn Zündkerzen hier? Gurke. Gurke hier, Gurke ist hier. Nein, wer hat denn einen Zündkerzenschlüssel dabei? Hast du in dem Auto? Na, der kommt nicht lang genug tief genug da rein, glaube ich. Sind wir da noch daher? Das sind 16er. Ich hab nur für Trabi so ein Handy, ich hab eine Kettensäge dabei. Okay. Ich kann ja ein bisschen gut, aber ich kann nicht mehr was drin. Nee, da ist leider sowas nicht drin. Hat irgendwo so eine Art EU Billigknarrenkassen dabei? 16er Nuss? 16er Langnuss oder sowas? Was? 17 aber nicht 16. Reicht mir, dreht rein. Obwohl, wenn ich angezogen habe, ist es fest. Dann fest ist fest. Lecker, probieren mit dem 17er. Wollen wir probieren? Guck mal im Riesen, was er wollte. Ja, die beiden gucken. So, wo ist denn unser Herr Florian? Florian, kannst du uns mal kurz erklären? Nee? Also du hast ja gestern den ganzen Tag mein Passat dran gehabt. Ja. Für die Dieselspülung. Genau, richtig. Oh, ja. Nee, ne? Du hast einen Zündkerzenschlüssel dabei? Wahnsinn, machen wir gleich. Oder wer schraubt? Hier, Alberto, schraubt mal den Zylinder. Alberto, schraubt den Zylinder. So.
Wer kann sich denn unter einer Dieselkühlung etwas nicht vorstellen? Für wen ist das kein Begriff so, wo er denkt, so, was ist das überhaupt? Also alle können sich das vorstellen, was das ist, ja? Du nicht. Du weißt nicht, was es ist. Egal, einer reicht ja schon. Vielleicht kannst du das in kurzen Worten erklären. Eine Dieselspülung. Ja, also wir schließen einmal den Tank ab. Das heißt, wir bilden eine Ringleitung, dass der Kraftstoff, der vom Tank kommt, direkt wieder in den Tank geht. Und das Gerät wird halt an die Motorleitung, Vorlauf und Rücklauf, geklemmt. Und wenn das Fahrzeug läuft, läuft es halt nur rein über die Chemie, über das Gerät. Das heißt, eine Intensivspülung, besser geht's nicht. Intensiver kann man nicht spülen und im Endeffekt läuft das Auto wie am ersten Tag. So, das perfekte, haben wir gestern perfekte nämlich Einspritzung, ja. Heißt perfekte Leistung und den kleinsten Kraftstoffverbrauch. Genau, also nochmal, vielleicht auch nochmal in meinen Worten, er nimmt sozusagen den Weg vom Tank zum Injektor, macht dann einen Cut rein, macht das Gerät dran, das spült, ja. Und aber der Motor läuft ja währenddessen. Ausschließlich über das Gerät. Genau. Der Kraftstofftank hat nichts mehr damit zu tun. Genau, also der Tank wird im Grunde genommen ersetzt durch das Gerät und da sind die Reinigungsadditive drin, richtig. Die dann erstmal richtig durchfeuern. Genau. Das ist das Intensivste, was man machen kann überhaupt, um Injektoren zu reinigen oder generell den ganzen... Und das für Benziner und Diesel. Genau, das ist auch nochmal so eine geniale Sache. Das, was ich jetzt zum Beispiel euch gegeben habe, diesen Injektorenreiniger, das ist ja nur ein kleines Döschen, was auch reinigt, klar. Aber die Intensität kannst du nicht damit vergleichen. Vielleicht kannst du uns das mal vorführen, damit wir nochmal sehen, dass das Auto gar nicht stottert oder so. Genau. Das ist jetzt einfach also zu angeschlossen. Ist es schon? Hier sieht man halt die Ringleitung. Genau. Das, was kommt, kommt in den Filter rein und geht sofort durch den Rücklaufschlauch wieder in den Tank rein. Genau. Hier habe ich den Zulauf, hier habe ich den Rücklauf. Dann stelle ich einmal das Gerät an. Das ist nur für Diesel möglich? Nein, auch für Benziner. Ich muss den Systemdruck einstellen von dem Auto. Der liegt bei dem so bei 3 Bar. Und dann kann ich klar. Wenn der Schlüssel steckt. Das ist schon wieder Sorry, dann. Das sind Italiener? Hol dir mal den Italiener. Hol mal den Schlüssel, genau. Auch muss ich schon klar, aber warum nehmen wir zum Telefon? Diese spielen. Bitte? Wir haben hier eine tolle Sache, aber wir schauen uns so, die meisten Menschen nehmen so zwischen 140 und 100 Euro. Okay, bist du mal spielen? Je nachdem. Jetzt gerade nicht. Ist gerade in der Öffnung. Das ist ja auch gerade was von mir. Live. Nicht damit halt. Ja, deswegen. Sag ich mit ohne Klamotten. Da fahre ich halt den ganzen Tag. Den Puschel will ich auch haben. Habt ihr eigentlich alle solche mega fetten Handys mit 3 Kameras drin? Ich hab ein Handy mit einer kaputten Kamera. Ja, Schatz, Stopp! Jetzt nicht laufen dabei? Doch, aber der Schlüssel kommt. Ach so, okay. Also das Gerät ist aber mit dem Immer dann. Genau. Druck aufgebaut, perfekt. Was jetzt nicht angeschlossen ist, ist die Ansaugsystemreinigung, wo man auch noch luftseitig bis in den Brennraum reinigen kann. Das geht auch mit dem Gerät. Parallel. Wenn jetzt ein Zuschauer sagen würde, ey, mein Motor ruckelt, ich will sowas mal probieren und machen und tun. Wo kann er sich an dich wenden? Am besten geht man über die Liquimoli-Seite. Ja. Da gibt es eine Bezugsquellensuche und man kann die Partnerwerkstätten, die das Gerät vor Ort haben, da rausnehmen. Also man gibt seine Postleitzahl wahrscheinlich genau, ein, so genau, wie bei genau. vielen Suchmasken. Und weißt du ungefähr, was so eine Werkstatt verlangt für sowas? Circa zwischen 140 bis 200 Euro. Okay. Das ist aber natürlich je auch nachdem, wie verbundarbeitsmäßig man das anbauen kann. Wenn ich natürlich eine Inspektion mache bei 60.000 und möchte dann diese Spülung mal vorbeugend machen, dann wird es bestimmt eine Werkstatt ein bisschen günstiger anbieten, als wenn ich sag mal, eine richtige Reparatur, weil schon ein Fehler da ist und muss einen Injektor tauschen und gleichzeitig spülen, dann kann es natürlich ein bisschen teurer werden. Je nachdem, wie die Verbundarbeit da ist. Okay. Besteht die Möglichkeit, jetzt haben wir wirklich einen krassen Fall gerade. Sie hat einen Golf 5. Der ruckelt. Nein, also bei meinem Anfang. Das ist die falsche Arme. Das hat gerade eine Spülung gegeben. Erstmal ziemlich hoch und dann fällt es ganz langsam runter. Also so nach dem Motto, gleich geht das Auto aus. Ach genau, das war ist aber eher ein Problem, würde ich jetzt denken, Rostklappe. Roti, genau. Also ein Injektorenreiniger. Genau, da muss man einmal reinigen und zurückstellen. Musst du mal machen. Sagen.
bin gestern seinen Mazda gefahren, auch ein Diesel. Ja. Der stottert. Das war alles was ich einfach vielleicht sagen möchte, vielleicht haben wir wirklich einen Zuschauer hier gerade, der aktuell wirklich so ein Problem hat, was man auf den Hektoren deuten kann. Und dass wir mal wirklich live zeigen, dass das Ding. Ich ehrlich sein, ich weiß nicht. Das ich war jeden Tag über 30.000 Liter von den zwei Stück gegeben. Das ist gar nicht so gut. Bewegt sich der Drehzahlmesser. Duschen, die dämpfen. Der schwankt. Der schwankt. Ruckelt der auch ein bisschen? Aus und dann geht er wieder hoch. Ja. Okay. Ist das auch irgendwas? Könnte sein. Benziner. Ja. Hore, du entscheidest. Müsste man mal kurz mal fahren und dann mal merken. Beziehungsweise mal Motorhaube aufmachen. Mal gucken. Also, ja, auch. Wir sollten ein unrunder Motorhaube durchhalten. Auf jeden Fall mit dem Gerät zu machen. Ja. Aber. Wenn du vorstellen kannst, dass da so ein Kamerorell-Ding dann bringen. Das wäre natürlich blöd, wenn wir. Bremsen rein? Ja. Weil Benziner ist oft so. Ja, das ist das machen kannst, muss man schon den ganzen Scheiß in Diesel einlegen über Nacht. Schade. Da hätte ja der Ansatzsystem reiniger geholfen. Der hätte ja den ganzen Kanal gereinigt. Richtig, richtig. Wir haben aber leider nur die Injektoren rein. Das können wir hier vor Ort nicht machen, weil wir Druckluft brauchen. Genau, wir haben Druckluft brauchen. Luftfilter sollte ich mal das. Genau, ich habe das Gerät mit Druckluft durchgepustet. Sehe ich ihn nicht. Der wird jetzt einfach auch so wenig Arbeit machen. Wenn viel Arbeit machen, ist das kacke. 25 Minuten. Anschließend. Ergebnis? Dauert ungefähr 10 Minuten. Das gleiche. 25 Minuten. Warum 2 Minuten arbeiten? Aber jetzt sagen, wenn man jetzt. Das ist das selbe Ergebnis, was du für 8 Stunden arbeiten kannst. Ja, schon. Wenn es stark versucht ist, dann macht es für Moni besser. Ah, okay. Aber im Normalfall schafft die Reinigungsmittel schon auch in 25 Minuten alles raus. Fährst du den Bock, glaube ich, an, oder? Das ist richtig, sind hier Twins, weil ich es halt. Das ist ja dieser 1,9er Diesel, der auch im Öko benutzt wird. Warum? Da müssen wir sind auf Ammonium. Beleidigung! Was ist das? Letzte Preis. Hast du schon gekauft? Wir testen ja auch, aber die sind alles in Ordnung. Ja, über Saphira, letzte Preis ist auch nicht so hoch, finde ich. Also muss ich nicht. Aber nur 3 Zylinder. Da wird frisch trifft, ist gerade noch los. Und knall nicht so fest. Ja, können wir irgendwo verschenken bei einer Opa oder Oma. Ja, genau. Dann lebt er. Ja, verschenken ist immer doof, da verdient sie nichts. Rausziehen. Na guck, wie die Kerze aussieht, wahrscheinlich auch nicht. Die sind alle sauber, alles gut. Aber komischerweise, die sind alle löse. Lose ist scheiße. Guck. Wie, hast du sie jetzt schon locker oder was? Diese, vierte. Lass die mal eben angucken und lass die den ganzen Scheiß mal fest, dann starten wir ja. Ja, die sind alles löse. Komisch. Weil die haben sich alle festgezogen. Nee, die sind löse. Habe ich letztes Mal im Goldspray auch gehabt, da ist so eine Kerze im Ohren geflogen. Wieso gehen die Hauben? Ja, genau. Das ist unsere Diagnose. Nein, die sind löse. Ja, das Hauben. Also Leute, der Alberto sagt gerade, dass alle Zündkerzen lose waren. Also die ist da jetzt so fast mit der Hand schon gelöst. Ja, er hat jetzt gesagt, die ersten drei Zündkerzen waren jetzt alle in Ordnung soweit. Ja, jetzt gucken wir uns mal die vierte an und mal schauen. Vielleicht lag es auch einfach nur daran, dass er eventuell an der Dichtung vorbeigeblasen hat, weil er vielleicht nicht dicht war. Gucken wir mal. Das würde man hören, ja. Wir gucken noch. Hol die mal einmal aus, den Kollegen. Ja, so sieht das aus, wenn man vorbereitet ist. Ne? Mit so einem vernünftigen Mikrofon. Ich hatte auch schon leider. Ich brauche ich deine Gnade dafür. Knall fest die Scheiße und dann gucken wir mal. Wir machen einmal fest und dann wir gucken. Ich bin aber glaube ich nicht. Also wir machen ja live über Natur hier. Bei Schönhol. Was ist das denn? Das ist ein Auto. Ich habe Kamera erst gehauen, du hast ein Auto. Da geht ja noch. Ich habe den gleichen Tester einen Wisch gekauft. Das ist ja gut. Ich habe ihn mal Wisch gekauft. Für, ich glaube irgendwie für 30 Euro, aber da steht die Outtail drauf. Meiner heißt Convoy. Und der ist noch schlechter. Jetzt aber festgezogen. Ah, drück mal rein, das reicht doch schon zum Starten. Nee, der. Ah, das reicht, das funktioniert. Steck da drauf. Kerzen locker. Oh, aber daran liegt eine andere Frage. Ich glaube ja. Daran liegt es doch. Locker sind wir. Kerzen selber waren locker. Ja. Aber. Lust nicht.
Muss nicht. Kann, aber muss nicht. Sehen wir jetzt gleich. Wir müssen eben den Stecker rauffühlen und dann gucken wir mal, was Phase ist. Hör mich rein, da bin ich schief. Könnte natürlich sein, dass dadurch, dass der dich richtig angezogen war, Druck verliert, also die Kompressionsflöte geht auf Zylinder 2. Wir gucken mal. Ja. Das ist immer so geil, ne? Männer unter der Haube. Das ist alles so technisch. Und? Läuft wieder? Nein, wir gucken jetzt. Okay. Wir sind nicht Mr. Dewey, wir kriegen nicht mal einen, einen Stecker drauf. Ja. Siehst du doch. Ich glaube, dass die Stecker war nicht dran und die waren auch lösen. Lose, nicht lösen. Lose, du. Also, heißt du. Lose, Dose. Sieht das schon hier? Lose, Mann. Ja. Danke an Mr. Dewey. Was ist das denn? Die waren lose. Was ist das denn? Ich hab die selber auf. Versuche ich mir das zu tun? Jetzt mal krass, weil. Guck mal, jetzt ist dran. Mach mal einmal die Auto an. Sei doch klasse, ich brauche keinen Mensch, lass mal an den Bock. So. Lösch den Fehler vorher. Guck mal, ist das deiner oder? Nee, gehört weg wie Molly. Das ist vom Kunde. Start erstmal, lösch dann den Fehler. Probier ihn doch studieren. Aber der Stecker ist doch nicht drauf, ne? So, jetzt ja. Ja? Nee, sieht nicht so aus, hab ich auch gedacht. Ja, mach mal. Vorsicht mit dem Werkzeug. Ja, wenn er jetzt gar nicht anspringt, das kann er auch liegen. Aber hier wird er nicht mehr. Alberto, erzähl doch mal, was war jetzt so das Problem gerade? Ja, Alberto ist schwanger, er wusste es nicht. Ich bringe ihn um. Nein, die Zündkäste waren alle lose. Ja. Und die Stecker bei Zündspinne. Prall nicht so. Erstmal gucken, was läuft. Ja, ist mir egal. Und die waren alle lose und ja, ja. Und die Stecker. Auch noch. Ja, hier. Ja, auch nicht richtig. Ja, jetzt können wir gucken, einmal starten, wann funktioniert es okay, wann nicht. Lass unruhig. Unruhig. Immer noch. Weiter, immer am Stecker. Weiter unruhig. Wackel mal am Stecker. Kannst du nicht mehr wackeln. Der Zwack. Der stinkt doch. Ja, das läuft ab. Der ist nicht am Fokus. Ich könnte ihn. Wo werden das die Nase? Aber ist das fünfte? Ja. Guck mal, die ist die fünfte, was der getauscht hat. Das Problem ist ja, wenn die jetzt einzeln wäre, können wir die mal durchtauschen. Können wir aber nicht. Ne. Aber er sagt, was fünfmal getauscht hat. Die Scheiße, die kannst du nicht machen. Außer mach ihn mal aus dem Bock. Du bist auch von deiner. Was ist das da für ein Stecker? Ne, das könnt ihr mehr haben. Nee, du riechst richtig den Sprit, das heißt, er spritzt keine in die Kammer ein, aber zündet nicht. Nee, ist aber ist angeschlossen. Nee, ist angeschlossen. Muss sein Mann mit Computer lesen. Kann er doch schon. Kann es auch sein, dass sich vielen Tausch, dass sich eventuell hier drin Kabel gelockert hat oder abgerissen. Kontakte sich weggeschoben haben. Ja, aber dann würde man das ja. Alberto hat ja gerade ein bisschen. Der geht so extrem schwer drauf. Ja, da ist schwer wegen dieser Gummi. Ja, dann gib doch mal her da. Aber auf einmal auf der Autobahn. Ja, das holt. Ah, guck mal. Hier. Kabelscheiße, ja. Oh. Guck mal. Sag ich doch. Meinst du? Ja, vielleicht. Was daran liegt, ist eine andere Frage. Aber ich weiß es nicht. Nein, aber da haben wir eine blanke. Drin. Ja, ist noch drin, aber eine blanke Stelle. Man müsste mal gucken. Kann man einmal alles testen, ob die Strom geht. Das hatte ich ja gemeint, ob wir so ein Messgerät da haben. Nee, wir sind hier auf dem Sommerfest, nicht in der Werkstatt. Das ist ja. Ich würde sagen, die Dichtung hier, die nehmen wir mal ab. Vielleicht hat er dadurch keine Verbindung. Damit der locker reingeht. Ne? Ja. Damit der locker reingeht, genau. Rein. Siehst du aber noch, ne? Ja, genau. So, bitte nochmal starten. Jawohl. So, ein bisschen zur Seite. Machen wir lieber mit Zange, ne? Oder hinten im Kopf. Warte, warte. Liegt nicht am Kabel, glaube ich nicht. Ne, liegt nicht am Kabel. Das Kabel ist ja nicht, ist ja nur hier typisch angefressen, ne? Ist ja nicht. Ja. Da wackel ich sich wieder rum, da kannst du an. Ne, es liegt an der Zündspule, eindeutig. Ausbildung, bitte ausmachen. Zündspule oder Kerzen? Kerzen können auch fehlerhaft sein. Kerzen waren alle gut, ja, hast aber du gesehen. Ne? Kerzen sind auch alle. Hast du die Abstände angeguckt? Ob die Abstände in Ordnung sind und nicht, dass die irgendwas nicht mehr gekriegt haben? Nein. Und da kommt aber ich sag mal so, wenn du während der Fahrt einen Ausfall hast,
Ne, kann das nur eine Essenzbude sein. Ja. So sehe ich das. Aber ja, gerade hat gesagt, dass die fünfte ist. Aber ich finde das voll nervig, warum man diese Ökodreckmotor, diese ja. Scheißspule in einem Stück, warum kann man die Dinger nicht mal austauschen? Weil die Geld machen wollen, warum soll man sonst machen? Ja, das war kacke. Ja. Aber die fünfte kann ja auch nicht sein, weil fünf Stück sind. Von Galaxy ist es genauso, es ist auch zwei Alle kaputt. Ja. Hast immer zwei Bänke zusammen. Wir wollen nur Geld verdienen. Eins, zwei, okay, aber fünf Stück alle kaputt. Also ich sag mal so, er kann damit schon nach Hause fahren. Ja, nach Hause ist kein Problem. Aber. Schraub ihn da drauf. Ja, muss er sowieso raus. Rausfahren kannst du nicht mehr. Das dicke Aber will ich hören. Aber es kann. Ja, pass auf! Wo ist die andere Show? Loch ist noch. 150. Auf Dauer auf 13. Alter, never touch über den System. 250. Kann man nicht die Injektoren hier einzeln abstecken bei dem Ding? War doof gefragt. Kann man du bist nicht. Ist ja Sprit gestunken, ne? Was hättest du davon? Nein, da wird einer nicht mehr absaufen, ein Porter nicht mitläuft. Also es gab jetzt gerade noch einen Tipp von Kemal Üskün da. Er sagt Zündspulenleiste raus. Ja. Dann Zündkerzen dran. Ja. Dann alle Zündkerzen mit dem Kabelmasse dran und Motorschaden. Ja. Dann sieht man, ob alle zünden. Nein, das machen wir hier nicht, sowas. Das ist so. Wir sind im Sommerfest und nicht im Werkstatt, sag mal. Nein, das können wir hier nicht machen. Immer wohl die kleine Knarre. Aber hier ist eindeutig. Zündspule. Ja, Zündspule. Zündspule. Wieder mal. Und dann auch noch am Sonntag. Guck mal, eBay Kleinerzeit. Ich habe 250 Kilometer Zeit nach. Muss nach Hause. Also früher war es für uns die hier Lichtmaschinen, jetzt sind sie Zündspule. Ja. Hast du eine Uhr oder wird das angezeigt? Ja, achso, Schwerter. Damit die Zuschauer, die nicht dabei sein können, auch was haben. Der Florian von Lingui Molli haut jetzt was raus. Nur für euch. Und wir machen das so. Ihr schreibt in die Kommentare unter dieses Video, wenn das nachher online ist, schreibt ihr einfach Hashtag Lingui Molli. Ja? Und ich pick mir dann per Zufall jemanden raus. Und Florian sagt euch jetzt, was derjenige dann gewinnen kann. Zum Glück ist es ja regional, egal wo er herkommt. Genau. Ich weiß das nämlich nicht. Deswegen passt das. Für jeden ist jetzt was dabei. Also, Florian, hau mal raus. Ich mache alle hier Hashtag Castrol, Hashtag Kondine. Was? Also, ja, der Gewinner, dem vermittle ich dann eine Kraftstoff- und Anderungssystemspülung. Egal wo er herkommt, weil wir haben ja viele Partnerwerkstätten in Deutschland und ich verschaffe ihn dann halt eine Systemspülung. Geil. Ja. Leute, dafür danke an Lingui Molli für dieses Geschenk. Also, ja, muss so sein. Also, die Geschichte heißt also, Lingui Molli schenkt einem von euch eine komplette Reinigung und glaubt mir, ohne Witz, wenn ihr auch einen Hauch von Dreck da habt, der spült das raus und ihr habt sofort einen Unterschied. Es ist spürbar sofort, ne? Genau. Sofort einen Unterschied durch die Reinigung. Und das Geile ist wirklich, ihr kriegt dann das vermittelt, das heißt, wenn ihr, was weiß ich, in Hamburg wohnt oder irgendwo im Süden, die Stadt wird ermittelt, der Partner wird rausgesucht und bei euch vor Ort wird dann die Reinigung durchgeführt. Florian macht das alles klar und euch bitte ich einfach nur dann, Hashtag Lingui Molli in die Beschreibung und dann lassen wir den Zufall entscheiden, wer gewinnt. Alle anderen natürlich hier auch. Ne? Ja, ich bin hier. Natürlich jeder mitmachen. Genau, die machen gleich Bingo und gewinnen wahrscheinlich wieder irgendwelche tollen Wagengeber und so. Alles klar, würde ich sagen, gehen wir jetzt offline. Also bei dem Galaxy ist dann klar Zündspule. Saphira, Entschuldigung. Bei dem Opel Saphira. Ich sehe schon wieder Ecotech, ne? Wieder mal üblich. Ja, und hier lief das Ganze wieder durch. Wie gesagt, es ist ja auch nur zum Vorführen. Wenn man aktuell, man kennt ja sein Auto, dann weiß man ja, oh, irgendwie der Kaltstart ist so schlecht und Power fehlt. Wenn ihr so ein Ding, also eine Reinigung durchgeführt habt, glaubt mir. Ich glaube, das ist auch fast schon ein Verkaufsschlager bei euch, das Gerät, ne? Ja, also wir waren schon jetzt ein halbes Jahr in Rückstand und haben unsere ersten, mit der Lieferung. Die ersten 500 Geräte gingen, ich glaube, in zwei Monaten weg. Ja. Und 500 Geräte in den ersten zwei Monaten, wo das präsentiert wurde. Hatten wir ein halbes Jahr keine, weil wir gar nicht so schnell hinterherkamen. Also weil es auch wirklich eine eigene Herstellung ist und nicht irgendwie ein Gerät aus irgendwo Buxtehude her. Also ihr lasst es nicht produzieren, sondern macht es selber. Genau. Geil. Hammer. So Leute, Fehler vermutlich gefunden, also die sind sich alle einig, dass das jetzt irgendwie an der Zündspule liegt bei dem Saphira. Ist natürlich eine Opel-Krankheit auch irgendwo.
Ja, aber ist natürlich blöd. Ne? Der Typ hat 250 gelaufen, hat 5 Zündspulen schon eingebaut. Ne? Und jetzt auch eine Originale von NGK drin. Naja, was will man dazu sagen? Ne? Soll er mal ausprobieren, vielleicht bringt das dann auch am Ende was. Man weiß es halt nicht. Ne? Aber hier geht es jetzt weiter. Hier wird jetzt Bingo gespielt. Ich war gespannt. Also der hat so ein paar geile Preise hier noch. Ne? Gucken wir uns mal an, was es hier so zu gewinnen gibt. 12! Bingo! Wie viel Schatten hat denn da liegen? Die Nummer 12. 3. 3. 23. 3. 23. 23. 4. Oh, 4. Oh, 2 mal? Wer am schnellsten oben ist. Nein, ehrlich, ich hab die Beine dabei. Ja, komm schon, komm mal nach vorne. So. Kann sein. Das erste Mal. Mein Bruder prüft das gut. Jawohl, ihr beiden habt schon mal gewonnen. Das ist seiner. Das ist seiner. Achso, Entschuldigung. Lass es doch mal machen. So, wir haben hier 2 Gewinner. So, das gibst du dem her. Du hast gewonnen, du bist die? Karin. Karin. Ein Applaus für Karin. Die 50-Euro-Gutschein. Bitte schön. Viel Spaß beim Einkaufen. Schrei doch mal Bingo! Bingo! Jawohl! Erst mal kontrollieren, aber... Tatsächlich. Ja, Karin, 100 Euro. Grandios. Ein Applaus. 100 Euro, krass. Bitteschön. Das gibt's doch nicht. Ein Applaus bitte, das ist meine Schwester. Die ist aus Bonn, hat hier hingekommen und gewinnt den ersten Platz. Das gibt's doch nicht. Gewonnen bist du ja noch immer, oder? Du kennst gar nichts. Und zwar haben wir hier den Alexei vor Krieger Chip Tuning. Und Alexei hat was ganz, ganz Tolles. Also ich möchte mich erstmal bei ihm bedanken. Er hat ja jetzt den letzten Tag und heute natürlich hier auch verbracht, um euch vorzustellen, was er überhaupt macht, wofür er da ist, um uns zu beraten. Gab es auch wirklich, jetzt sage ich mal, Alexi, nur mal so nebenbei, gab es konkrete Anfragen, dass du irgendwas machen sollst? Ja, ja. Ich weiß alles. Also die Patienten waren auf jeden Fall da. Ja? Ja. Uns mittlerweile schon, ja. Und ja, war auf jeden Fall eine super Veranstaltung. Hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Danke an euch, danke an die Geduld. Und jetzt der erste Platz, ein Tuning-Gutschein im Wert von 500 Euro. Das heißt, Applaus! Bitte. Das heißt, Firma Giga Chip Tuning macht eine Software-Optimierung bei dem Fahrzeug. Wir machen eine Eingangsmessung, eine Ausgangsmessung. Das heißt, du bekommst 2 Leistungsdiagramme mit einer Eingangsmessung, mit einer Ausgangsmessung plus eine Kennfeldoptimierung. Das heißt, wir verbauen keine Boxen. Das ist richtiges Chip-Tuning, das heißt richtiges Kennfeldoptimierung. Ja, viel Spaß damit. Ja, dankeschön. Ja, ja. Ja, Leute. Aber auch noch, greifen vor vielen Messern. Was hast du denn drauf? Dankeschön nochmal fürs Mitmachen, danke fürs Dasein. Ich werde jetzt alles, was drauf ist, hier noch gibt, da vorne hinlegen, hinter euch einfach noch weg. Und hiermit möchte ich dann das Sommerfest 2019 auch für beendet erklären. War wirklich geil, das ganze Videomaterial, das werde ich alles noch zusammenschneiden. Damit wir die nächsten Tage dann was bei mir auf dem Kanal sehen können. Vielen Dank und gute Heimreise. Tschüss. Leute, das war's, Mr. Do It Sommerfest. Geile Gewinne beim Bingo jetzt gerade gewesen. Ich habe jetzt gerade noch mal kurz mit Shadow unterhalten. Ne, großen Respekt nochmal an das Ganze. Also hat er echt gut aufgezogen. Und wäre natürlich cool, wenn er das in 1 oder 2 Jahren nochmal wiederholt. Ne, mal so ein Video außer der Reihe. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Kurzen Einblick hier gegeben, was hier so los war. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.